Dasha Han, good morning. Wir meditieren jetzt. Vergesst nicht den DCI-Lehrer. Fähigkeit zu schlafen, während du meditierst, schnarcht nicht. Apropos, DCI hat ein Lehrertraining dreimal im Jahr und ihr seid herzlich willkommen zu kommen. Bitte sprecht Orit an, sie ist der Präsident der Universität oder Seji, der es betreibt. Selbst wenn sie nicht Boss zu ihm sagen. Seji, bitte heb doch mal die Hand. Also wenn ihr kommen wollt, dieses Semester ist voll, aber für Januar könnt ihr euch noch anmelden. Ihr seid herzlich willkommen, euch zu bewerben. Wann? Und dann noch wieder im Mai. Was hat Buddha gesagt? Schaltet euer Telefon aus. Wir haben die 30-Tage-Challenge. Ab Sonntag 30 Tage. Wenn ihr möchtet, gibt es eine spanisch sprechende Gruppe, die heißt Chalapa. Und es gibt eine rumänische und eine auf Deutsch. Es gibt auch eine deutsche. Es liegt an dir. Also ab Sonntag gibt es dann auch eine russische Gruppe. Das ist Druck, den ich jetzt ausübe. Ihr müsst es auf Russisch machen. Und wenn du bei der englischen... Es ist echt sehr schön, Viviens spanische Posts zu lesen. Da steht dann, ich habe mich mit meinen Freunden betrunken und eigentlich wollte sie schreiben, ich habe den Löwentanz gemacht. Margarita Pizza. Wir machen den kompletten Tanz. Weil morgen denkt ihr nur an euren Rückflug. Räuspert euch. Wenn ihr es bisher noch nicht aufgenommen habt, dann könnt ihr es bitte, wenn ihr es aufnehmen möchtet, jetzt aufnehmen. In dieser Meditation gehen wir direkt zu einem Geräusch im Haus, Klimaanlage, Kühlschrank, Geräusch, Verkehr.
deine Kinder. Bei Nacht verwende ich gerne die Grillen. Verbinde deinen Geist mit dem Geräusch. Wenn ich nicht viel Zeit habe, verwende ich 10 Atemzüge pro Stufe. Wenn ich mehr Zeit habe, wenn ich eine Dreiviertelstunde Zeit habe, dann verbringe ich ungefähr 20 Atemzüge auf jeder Stufe. Und verglichen mit der Klimaanlage ist das Geräusch deines Herzschlages viel ruhiger und friedvoller. Deswegen gehen wir dorthin. Spür dein Herz, deinen Herzschlag. Du beobachtest es. Für mich fühlt es sich an, wie wenn ich über dem Herzen wäre, in meinem Kopf. Und ich hinunterschaue und es spüre. Erste Stufe des Formreiches. Jetzt gehe ins Herz hinein. Da ist es noch ruhiger. Und das Herz schlägt um dich herum, wie wenn du in einem kleinen Zimmer bist. Manchmal stelle ich mir vor, dass ich wie das Herz bin und ein bisschen mitschlage. Zweite Stufe des Formreiches. Wenn ich diese Meditation nur machen würde,
Und wenn ich nicht bis zur Stufe 9 gehen würde, dann würde ich im Formreich wiedergeboren werden. Und wenn ich dort sterben würde, hätte ich eine sehr schlechte Wiedergeburt. Wir werden hier nicht anhalten. Wir steigen immer weiter, wie auf einer Leiter, zur wichtigen Meditation Nummer 9. Im Formbereich Nummer 3, wir dissoziieren uns vom Herz. Wir lassen alle Verbindungen, alle emotionalen Verbindungen mit dem Herzen hinter uns. Für mich fühlt es sich an, wie wenn ich das 20 Meter wegschicke. Es schlägt einfach von sich selbst heraus im Raum. Es schlägt und ich bin damit nicht mehr verbunden. Es schlägt im Dunkeln. Ich bin da nicht mehr wirklich da. Klassischerweise lassen wir hier das Gefühl der Freude hinter uns. Die Meditation wird hier kälter oder dissoziiert. Das Formreich Nummer 4, der Körper wird taub. Wir verlieren alle Sinnesempfindungen im Körper, insbesondere das Gefühl der guten Haltung.
Und das ist typisch für die, die viel Yoga machen. Früher hat man Yoga gemacht, also Asanas, um gut zu sitzen, um sehr angenehm sitzen zu können. Und wir lassen jetzt die Empfindung des Körpers komplett hinter uns. Und wir stellen uns vor, ein kleines Zuckerkorn oder Salz. Ich mag lieber Zucker, weil es süß ist. Ein einziges kleines, kristallines, weißes Zuckerkorn. Und wir gehen hinein. Und wir stellen uns vor, dass unser ganzes Selbst in das Korn hineingeht. Und ich lege es in die Mitte des Herzens, in die Mitte der Dunkelheit. Und da in der Mitte ist ein einziges weißes, kristallines Zuckerkorn. Du kannst es aber, manchmal kannst du es aber auch ein Stück von dem Herzen weglegen, um noch tiefer zu gehen. Die wichtigste Eigenschaft der vierten Stufe ist Einpünktigkeit, wie ein Laser. Und sich auf etwas ganz Kleines zu konzentrieren, hilft dabei, den Geist auf einen Punkt auszurichten. In jeder Stufe wird es ruhiger. Nachdem ihr jetzt den Geist auf einen Punkt konzentriert habt im Formreich, wenn wir nur die Formreich-Meditationen machen würden und wir würden nicht bis zum Level 9 gehen, wenn wir nicht versuchen würden, die Realität um uns herum zu verstehen, dann würden wir wahrscheinlich ohne Körper wiedergeboren werden. Das Ziel der vierten Stufe des Formreiches ist, sich auf einen Punkt zu konzentrieren. Und das Ziel der ersten formlosen Stufe ist, den Körper komplett loszulassen und den Geist so weit wie das Weltall auszubreiten. Deswegen ist der Name des ersten formlosen Reiches unendlicher Raum. Und wir stellen uns den Geist vor wie einen See, wie die Oberfläche eines Sees. Komplett still und ruhig. Und wir lassen einen Kieselstein fallen,
in die Mitte des Sees und dann stellen wir uns vor, eine stille Welle, die sich nach rechts und links ausbreitet und es gibt kein Ufer. In meiner Meditation ist der See auf der Höhe meiner Stirn oder meiner Augen und es ist auf der horizontalen Ebene. Und wir folgen der Welle nach rechts und links ins Unendliche, kein Ende. Nach ein paar Sekunden wird der Geist normalerweise müde oder die Aufmerksamkeit lässt nach. Bleib bei der Welle, auf beiden Seiten und breite sie immer weiter aus. Mir hilft es, wenn ich die Welle verliere, dann hilft es mir, wenn ich sie mit meinem Atem weiter nach außen drücke und gehe weiter bis ins Unendliche. Komplett ruhig. Lass den Stein fallen. Zweite Stufe des formlosen Reiches. Ich bringe den Geist zurück in die Mitte. Und dann stelle ich mir einen Punkt vor im Zentrum des Geistes. Und es ist ein schönes Gefühl, diese Mitte des Geistes. Es ist wie ein Punkt in einem dunklen Raum. Irgendwo in der Mitte des Bodens. Und dann schalten wir ein Licht an. Wir stellen uns vor, dass ein ganz kleines, starkes Licht angeschaltet wird. Ihr könnt euch weißes Licht vorstellen, das sich ausbreitet. Und von diesem Punkt in der Mitte breitet sich das Licht ins Weltall aus. Oder du kannst dir auch vorstellen, dass das Licht ein kristallines Farbe hat, also eigentlich keine Farbe. Du kannst dir kristallines Licht vorstellen, wie es sich ausbreitet. Ganz schnell breitet es sich nach außen aus, wenn wir es anschalten. Es dehnt sich aus und dehnt sich aus und dehnt sich aus. Und ich stelle mir gerne vor, dass es ganz schnell größer wird wie dieser Planet
und weiter geht nach draußen. Das kristalline Licht steht für deine, für dein Bewusstsein, für, dass du Bewusstsein hast, dass du lebendig bist. Und dieses kristalline Licht breitet sich ganz schnell aus. Es geht bis zur Sonne, die Planeten. Die erste Stufe des formlosen Reichs war die horizontale Ebene. Und die zweite Stufe des formlosen Reiches, das Nam Shitai heißt, unendliches Bewusstsein, breitet sich in allen Richtungen aus wie ein Ball. Und um es noch interessanter zu machen, stelle ich mir vor, dass sich dieses ausdehnende Bewusstsein sich mit dem Bewusstsein von anderen Wesen, von anderen Planeten trifft. Es gibt unzählige Lebewesen in diesem Universum und wir erinnern uns selten an sie. Aber in dieser Meditation kannst du dir vorstellen, dass dein Bewusstsein sich mit denen, mit dem Bewusstsein von anderen Wesen trifft, die auch diese Meditation jetzt gerade machen, auf anderen Planeten, auf unzähligen Planeten. Und vielleicht können wir eines Tages wirklich fühlen, wie sich unsere Bewusstseine überlagern. Schalte das Licht an und lass das kristalline Licht sich ausbreiten. Und verglichen damit wäre es noch ruhiger, wenn wir zur dritten Stufe des formlosen Reiches weitergehen würde. Die heißt Jiangme. Schalte den Geist komplett aus. So wie wenn du einen Lichtschalter umlegst. Und ganz tief im Geist drin. Ganz besonders, wenn ihr es alleine macht, ohne dass ich dabei rede. Du stellst dir einfach vor, dass du den Geist abschaltest. Und es braucht etwas Aufwand, um jeden Gedanken auszuschalten, jedes Gefühl auszuschalten, jedes Bewusstsein, jedes Gefühl. Du solltest fast ein bisschen nervös sein, dass du da nicht mehr rauskommst. Jetzt geht es zum superstillen Ort. Der heißt, schalt deinen Geist aus. Und immer wenn eine Erinnerung, ein Gefühl, ein Gedanke hochkommt, schalt ihn einfach aus. Und wir bleiben hier 10 Atemzüge und ich bringe euch zurück.
Ihr müsst ein bisschen Mühe aufwenden, dort zu bleiben. Und es wäre noch stiller, wenn wir zur vierten Stufe des formlosen Reiches weitergehen würden, was Dushime, Dushime Min heißt. Und es bedeutet, mach dir nicht einmal die Mühe, den Geist anzuhalten. Wenn du nicht denken kannst, ist das gut. Aber wenn Gedanken auftauchen, wenn Eindrücke auftauchen, dann gib dich einfach hin und entspann dich. Lass sie einfach kommen und gehen. Und wenn du kannst, dann blocke sie. Aber wenn du es nicht kannst, dann lass sie einfach durch den Geist fliegen. Das ist die letzte. Und diese beiden letzten werden traditionell fälschlicherweise als Leerheitsmeditationen bezeichnen, aber sie helfen nicht, sie sind falsch, sie selbst helfen dir nicht. Verwechsel sie nicht mit Leerheit, das sind sie nicht, aber sie sind hilfreich. Sie sind hilfreiche Schritte, um höher zu gehen, tiefer zu gehen, um zu einer wirklich nützlichen Meditation zu machen, die Nummer 9. Also jetzt schalte den Geist aus und wenn Dinge auftauchen, kämpfe nicht mit ihnen, lass sie einfach sein, sehr, sehr still. Das ist ein sehr freudvoller Moment. Wir haben die Meditation Nummer 9 erreicht. Und das ist die einzige, die Menschen helfen kann. Und jetzt stell dir einen deiner Lehrer vor. Jemand, der dir am Herzen liegt. Jemand, der dir geholfen hat. Jemand, der dich unterrichtet hat. Vielleicht ein Lehrer aus der Schule oder deine Eltern, einer deiner Eltern oder dein spiritueller Lehrer. Oder jemand, der dir deinen Job beigebracht hat. Stell dir vor, sie sitzen dir gegenüber, Knie an Knie. Sie sind lebendig, sie sind wirklich da, sie atmen. Du kannst eine ganz feine Wärme spüren, einen Duft, wie eine Blume. Und deine Augen sind geschlossen, aber so, du kannst ihre offenen Augen sehen und die Augen strahlen und sie sind an dir interessiert und sie kümmern sich, dass es dir gut geht. Sie mögen dich und sie sind stolz darauf, dass du meditierst.
und dann konzentriere dich auf eine wunderbare Eigenschaft, die sie haben und die du schon immer bewundert hast. Und du kannst jeden Tag eine andere Eigenschaft nehmen, insbesondere in den nächsten 30 Tagen. Du kannst auch unterschiedliche Lehrer verwenden. Und es muss nicht ein formell angenommener Lehrer sein. Kann auch deine Lieblingstante oder dein Lieblingsonkel sein oder eines deiner Kinder. Jemand, der dir geholfen hat, etwas zu lernen. Oder jemand, der ein gutes Beispiel für dich ist. Es kann auch eine historische Person aus der Vergangenheit sein. Konzentriere dich auf diesen Lehrer und wähle eine der wunderbaren Eigenschaften aus, die sie besitzen. Stell sie dir ganz klar vor. Wir können das die 9. Stufe nicht machen, ohne uns diese Eigenschaft ganz klar im Geist vorzustellen. Und jetzt geh ins Zentrum deines Geistes. Und es ist die gleiche Stelle, an der du das Licht angeschaltet hast für mich auf der 2. Stufe des formlosen Reiches. Es ist die Mitte eines dunklen Raumes. Und dort in der Mitte. Und ich stelle mir dann ein Nest vor und da liegen 6 oder 7 silberne ovale Samen wie Eier. Und es ist wie wenn ein Licht an der Decke ist und diese Samen anstrahlt, die in der Dunkelheit liegen. Und dann beobachte, wie ein Same aufbricht und ein Bild gemacht aus Licht kommt heraus. Und es ist die Eigenschaft, die du in deinem Lehrer siehst. Und diese Qualität kommt aus dem Ei heraus. Ich stelle mir das immer als Hologramm vor. Ein Bild aus Licht, ein strahlendes Licht. Und dann bewegt es sich auf meine Stirn zu oder zu meinen Augen. Und dann geht es nach draußen zu dem Lehrer, der mir gegenüber sitzt. Und es bedeckt sie wie ein Schleier oder wie eine Jacke und es bleibt an ihnen dran. Und ich sehe diese Eigenschaft in ihnen. Bevor sich mein Same öffnet, haben sie diese Eigenschaft nicht. Und dann öffnet sich ein Same in meinem Geist und dann kommt diese Eigenschaft heraus und fliegt auf sie zu und legt sich auf sie. Und deswegen sehe ich diese wunderbare Eigenschaft in diesem Schritt.
ist es sehr wichtig, dass ihr das Gefühl habt, dass das, was du in deinem Lehrer siehst, von dir kommt. Es heißt nicht, dass du diese Eigenschaft jetzt hast. Sie sind vielleicht großzügig, aber du nicht. Aber ihre Großzügigkeit kommt trotzdem von dir. Von Samen, die du in dir trägst. Wir können uns wünschen, dass wir auch diese Eigenschaft besitzen, diese Großzügigkeit. Aber trotzdem kommt sie von uns. Und wir hoffen, dass wir die gleiche Großzügigkeit erreichen können, die sie haben, die eigentlich von uns kommt. Alle Eigenschaften, die wir an anderen Menschen sehen, sind für uns verfügbar, aber wir haben sie vielleicht trotzdem noch nicht. Wenn ich einem Samen zugeguckt habe, wie er sich öffnet und das Bild auf den Lehrer geht, dann gehe ich zurück zu den Samen und ich sehe ein weiteres Öffnen und so könnt ihr weiter 3 oder 4 Runden drehen, wie die Bilder aus den Samen kommen. Das Hauptgefühl sollte sein, oh, was ich an ihnen wahrnehme, kommt tief aus mir, selbst wenn ich diese Eigenschaft selbst nicht besitze. Und jetzt kommt der Spaßteil. Es ist ein etwas längerer Teil. Wir fantasieren nun über unsere vergangenen Leben, in welchen wir die Samen dafür gepflanzt haben, dass wir diese Eigenschaften jetzt sehen. Ihr fahrt schnell in einem Auto von Diamond Mountain nach Tucson und Vögel fliegen vorbei und du versuchst deinen Arm zum Fenster rauszuhalten und einen der Vögel zu fangen und wahllose Bilder, Eindrücke, vergangene Erinnerungen fliegen durch deinen Geist. Und dann fang einfach eine davon und mach einen Film draus. Nimm Teile, die du im Internet in den letzten Tagen gehört hast oder Geschichten aus deiner Kindheit. Oder merkwürdige Erinnerungen. Zufälligerweise kommen die in deinen Geist. Aber alles in deinem Leben, deine Lebensgeschichte in dieser Welt, seitdem du geboren wurdest, jedes Buch, das du gelesen hast, jeden Film, den du gesehen hast, jedes Lied, das du gehört hast, sie kommen alle von dir. Und du kannst ein bisschen von da und ein bisschen von dort nehmen. Alles, was dir durch den Geist geht, fang es ein. Und benutze es, um die Geschichte zu machen. Sei nicht schüchtern, sei nicht logisch.
Es kann vor 1000 Leben gewesen sein auf einem anderen Planeten, als Frau, als Mann, vielleicht als Fuchs, als Vogel. Und mach eine Geschichte draus, wie du diese wunderbaren Samen gepflanzt hast, um deinen Lehrer in diesem Leben diese wunderbare Eigenschaft zu besitzen. Es sollte was Ähnliches sein aufgrund des ersten Karma-Gesetzes. Wassermelonen machen Wassermelonen. Du musst was Ähnliches getan haben. Und jetzt geh los und zimmere dir eine Geschichte. Du wirst deine vergangenen Leben nicht direkt sehen. Aber du erkennst an, dass alles, was du in diesem Leben gedacht hast, von etwas kommt, was du in der Vergangenheit getan hast. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Komm zurück zum Lehrer. Bitte sie ganz höflich zur Seite zu treten und stell dir einen weiteren Lehrer vor, der wie der erste ausschaut. Aber der ist nur zufälligerweise da. Alles an ihm ist zufällig. Es kommt nicht von dir. Es ist ein Ergebnis ihrer Erziehung, ihrer Gesellschaft, seiner Gesellschaft, seiner eigenen Erfahrungen. Und nichts daran kommt von dir. Und dieser zweite Lama, der Bubu-Lama, der zufällige Lama, alles an ihm kommt von seiner Seite. Die Art und Weise, wie sie sind, die Art und Weise, wie sie denken und handeln, kommt nicht von dir.
kommt aus ihrer, aus seiner eigenen Erfahrung, aus seinem eigenen Leben. Was ultimativ bedeutet, dass auch ihre Geburt zufällig war, dass seine Existenz zufällig ist, beliebig. Und wenn du diesen Gedanken weiter verfolgst auf einem höheren Level, dann ist die ganze Welt zufällig. Wie die Wissenschaftler sagen, es gab eine große Explosion vor Millionen Jahren. Kleine physische Substanzen sind ineinander aufeinander getroffen und haben unendliche Kombinationen erzeugt. Das Gesicht eines Lehrers und seine gute Eigenschaft sind ultimativ, sind einfach nur ein irrer Zufall, dass sich all diese Teile getroffen haben und eine Evolution des Lebens von einer einzelnen Zelle im Meer, die dann zu Dingen wurden, die ans Land gekrabbelt sind und dann wurden daraus Affen oder andere Tiere. Und durch genetische Variation und durch das Überleben des Besten wurde zufällige Kollisionen diese wunderbare Person vor dir mit seinen tollen Eigenschaften. Es macht keinen Sinn, es gibt keine Logik dahinter. Und es ist egal, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist. Dein Lehrer wäre auf jeden Fall da. Und es gibt keine Verbindung zwischen ihm und dir. Es ist einfach nur Zufall. Es gab keine Bestimmung, ihn zu treffen. Und es gibt keinen ultimativen Zweck dieser Beziehung. Es geht nicht darum, dass du dich verbesserst, dass du dich selbst vollendest, indem du sie triffst. Es ist alles zufällig. Es gibt keinen tieferen Sinn dahinter. Es gibt keine tantrische Bedeutung dessen. Es gibt keinen Engel. Einfach nur ein weiterer Zufall in einem sehr großen und lang andauernden Universum. Und dein Herz sollte diese Idee ablehnen. Es sollte sich falsch anfühlen, unangenehm anfühlen. Und damit sitzt du mit der Leerheit dieses zufälligen Treffens. Lösch den falschen Lehrer aus, das Gaksha. Den zufälligen Lehrer. Lösch ihn aus. Sitze mit dem Gefühl, dass es so etwas nicht gibt. Und das ist die wahre Leerheit. Und diese Erfahrung kann einen Buddha aus dir machen.
Und untertags wirst du dich manchmal daran erinnern, dass das, was du erlebst, von deinen Samen kommt. Und während anderen Perioden des Tages wirst du es vergessen. Und versuch, diese Zeiträume immer kürzer zu machen. Versuch, dich immer an den höheren Sinn und Zweck dieses Lebens zu erinnern. Und jetzt bring den echten Lama zurück. Abhängiges Entstehen, Lama, der von dir kommt. Ich nehme ein kleines Stück der Leerheit und gebe sie in ihr Herz, um mich zu erinnern, dass der falsche Lama nicht existiert. Die Leerheit deines Lehrers ist das. Und dann gehen wir die Stufen zurück. Wir nehmen den Aufzug zurück zum Anfang, fast zum Anfang. Achte Stufe, vierte Stufe des formlosen Reichs. Schalte den Geist aus. Oder schalte ihn nicht aus. Du kannst rückwärts viel schneller durchgehen. Es ist leichter, die Leiter hinunterzusteigen, wie sie hinaufzusteigen. Vierte Stufe des formlosen Reichs. Dritte Stufe. Bisschen mehr Aufwand. Konzentriere dich auf die Sphäre des Bewusstseins. Jemand hat vorgeschlagen, es zurück zur Mitte zu bringen. Ich würde das gerne versuchen. Bring das Licht zurück in zur Mitte. Das ist nicht das richtige, klare Licht im Sinne des Buddhas. Beobachte den See, beobachte, wie die Wellen zurück zur Mitte kommen. Und sie gehen in das Zuckerkorn hinein. Und das wird zu einem schlagenden Herzen, ohne Zusammenhang. Von sich selbst aus. Und dann bist du plötzlich im Herzen drin, im schlagenden Herzen. Und dann bist du in deinem eigenen Körper und beobachtest, wie das Herz in deinem Brustkorb schlägt. Beobachte deinen Atem und verbinde ihn mit dem Herzen. Und dann machen wir drei lange Ausatmungen. Und jetzt widmen wir es. Und du stellst dir goldenes Licht vor, wie es aus deiner Nase strömt. Und dieses Licht trägt all das richtig gute Karma, das du eben erzeugt hast. Und du teilst es. Es ist wie eine Feuerzeremonie. Dieser wunderbare Duft des Getreides, das mit dem Rauch in den Himmel steigt und irgendwann jeden Menschen in diesem Raum trifft. Drei lange Ausatmungen. Opfere diese guten Samen aus dieser Meditation der ganzen Welt.
Und dann mach ganz sanft die Augen wieder auf. Streck dich und regle dich. Wow, wir haben auf einmal die kompletten Tanz gemacht, ohne anzuhalten. Trinkt etwas. Ich kann meinen Green Drink mit euch teilen, aber nicht meinen Kaffee. Und wir haben insgesamt 5, aber die machen wir das nächste Mal. Es ist gut, den Studenten nicht immer alles zu sagen, dann kann man sie damit erpressen. Danke, Geshe-la, für diese wunderbaren Lehren. Ich habe eine Frage. Wir sind in Stufe 9. Und da ist die Leerheit und es war wunderbar. Dass alles in meiner Welt wenn ich in der Leerheit bin, wo nichts existiert, und alles, was von mir kommt, weg ist und nichts mehr da ist. Was soll ich dann tun? Bitte, bitte, Geshe-la. Ich war da und dann wusste ich nicht, wie es weitergeht. Da sollte es einen nächsten Schritt geben. Es ist schwierig, sich dort aufzuhalten. Man wird ungeduldig. Man denkt sich, es passiert nichts. Was kommt als nächstes? Das ist frustrierend. Das soll mich zu einem Buddha machen? Es passiert ja nichts hier. Wenn du möchtest, kannst du an diesem Punkt, wenn du die Leerheit direkt erfährst, gibt es ein ganz bestimmtes Gefühl, dass du eine Leiter hinaufgehst. Du fühlst ganz natürlich, was wir uns jetzt vorstellen. Es fühlt sich an, wie wenn du dich erheben würdest und wenn du die ultimative Wahrheit direkt erfährst, dann fühlt es sich an, dass du höher bist, kurz bevor du es direkt erfährst. Und wenn du es dann direkt erfährst, kannst du keine anderen Gedanken haben. Es ist unmöglich, weil es die normale Realität sind. Wenn du diese Level 7 studiert hast, dann sprechen wir über das Granit, auf dem Manhattan gebaut ist. Es ist wie eine Wahrheit, die normalerweise niemand sieht. Es gibt einen Felsen unter Manhattan. Wie ein einziger Felsen ist das. Und Millionen von Menschen, wenn du in New York lebst, dann denkst du nicht an diesen Felsen. Alles, was ich sagen kann, ist, spiele mit diesem Raum. Du kannst es dir wie eine Höhle vorstellen und kannst versuchen, darin zu sein. Und nach ein paar Atemzügen wirst du ungeduldig. Hier passiert nichts. Es ist nicht sehr interessant. Alles, was ich sagen kann, ist, sei in dem Raum, füll diesen Raum aus, praktiziere, versuche, dieser Raum zu werden.
Und an was soll ich denken? Nix. Dein Geist wird abgelenkt und du fragst dich, warum bin ich da? Und dann geh zurück zu dem Punkt, wie falsch es sich anfühlt, dass dein Lehrer nur Zufall sein sollte und es keine Bestimmung gibt, dass es keinen Grund gibt, warum du ihn getroffen hast. Also jedes Mal, wenn dein Geist aus diesem Raum herausgeht, dann fühlt es sich immer wieder an, dass die Dinge auf dich zukommen und dann sagst du nein und du gehst wieder zurück zum Raum. Ab von da an bist du alleine. Ich kann dir nur noch eines sagen. Die Erfahrung dieses Raumes pflanzt die Samen, dass du direkt zum Buddha wirst, dass du Millionen von Planeten besuchen kannst und Millionen von Menschen helfen kannst. Erinnere dich daran, dass du diese Samen damit pflanzt. Nichts anderes kann diese Samen pflanzen. Du kannst nett so sein, du kannst nett so Menschen sein oder die ersten 8 Stufen machen, aber sie werden nicht diese Samen pflanzen. Also kämpfe, sei frustriert. Jedes Mal, wenn du rausfällst, dann sag dir, auch das kommt nicht von mir. Wie lange? Wie lange? Weil ich wollte nicht weggehen. Also fang mit 20 Atemzügen an, ungefähr 3 Minuten. Kann ich da auch eine halbe Stunde bleiben? Ja, es ist gut. Jedes Mal, wenn du wieder rausfällst. Also du erkennst daran, dass du rausfällst, dass du wieder glaubst, dass die Dinge auf dich zukommen. Dann sagst du nein und gehst wieder zurück zu diesem Raum. Aber je länger du in diesem Raum bleiben kannst, das ist echter Fortschritt. Das pflanzt die Samen, ein Buddha zu werden. Nichts anderes tut das. Nicht direkt zumindest. Während meiner Meditation in diesem Schritt, ich habe gefühlt, dass ich mit der Leerheit verschmolzen war. Ich hatte kein Ich mehr. Also, es war nichts da, es gab keine Teile mehr. Das ist ein schönes Gefühl, wenn du dir vorstellst, dass du in diese Leerheit, mit dieser Leerheit verschmilzt. Das ist exzellent. Und wenn du während dieser Zeit ich denkst, dann fällst du aus diesem Platz ja wieder raus. Also wenn du dich selbst verlieren kannst in diesem Raum, dann ist es gut. Und der Unterschied zwischen der dritten Stufe des formlosen Reichs, was nichts ist, und diesem Nichts, der Unterschied ist, dass dieses Nichts die Abwesenheit des zweiten Ehemanns in der Küche ist. Von euch, die DCI machen, wir machen ein Spiel auf der Bühne, wir sagen, es gibt immer 2 Ehemänner in der Küche, einer, den du erzeugt hast, weil du deine Kinder letzte Woche angeschrien hast und der andere schreit dich an, weil er es will. Und der zweite existiert nicht, kann nicht existieren. Also es ist unterschiedlich, es ist was anderes, die Augen zuzumachen und dir vorzustellen, dass dein Ehemann nicht existiert. Und es ist ein Unterschied, ob du verstehst, dass der zweite Ehemann in der Küche nicht existiert. Warum? Weil wenn wir den formlosen Raum Stufe Nummer 3 machen, dann stellen wir uns vor, dass Dinge, die wirklich existieren, wie Gedanken, nicht existieren. Aber in der Leerheitsmeditation fokussieren wir uns auf die Tatsache, dass etwas, was nie existieren hätte können, nicht da ist. Die Abwesenheit in der Stufe des formlosen Reifs, da geht es um Gedanken, die echt sind und die aus Samen kommen und die verneinen wir. Aber die Abwesenheit des Bubo-Lama ist etwas, was von Haus aus nicht existieren kann. Wir stellen uns nicht vor, es gibt
kein Diamond Mountain, es gibt keine Menschen um uns herum. Die Dinge existieren. Wenn du diese verneinst, also wenn wir vorgeben, dass wir die dritte Stufe des formlosen Reiches machen, das hilft dir nicht. Das ist einfach nur eine Übung. In Nummer 9 lehnst du den zufälligen Lama ab. Du solltest sagen, pfuh, geh weg, geh weg. Du hast mich mein ganzes Leben geärgert. Ehemann, der nicht aus meinen Samen kommt. Verdienst, der nicht von meinen Zanken kommt. Du geh weg, weil du hast all meine Probleme verursacht. Verschwinde hier. Und das ist die Abwesenheit von etwas, was nicht existieren kann. Es ist ein Phantom. Und dein ganzes Leben hat es dich aufgeregt, dir Probleme bereitet. Der verursacht all die Probleme in deinem Leben. Singha, Vichum, Bitter. Das ist die Bedeutung des Namens. Verschwinde von hier. Du kannst Ketuji nachlesen. Ich gebe euch die Lektüre, wenn ich Zeit dazu habe. Zum Bubu-Lama, zum falschen Lama. Das ist die Bedeutung des Meditationsnamen, verschwinde von hier. Und du kannst jetzt all die Schimpfworte in deiner eigenen Sprache verwenden. Oder Stanley kann euch auch Schimpfwörter auf Englisch beibringen. Noch eine weitere Frage. Buddhistischer Kampf. Du nimmst das Mikrofon. Nein, du nimmst es. Danke, dass du unsere Meditation verbesserst. Das letzte Mal, als ich hier war, konnte ich nur 5 Minuten sitzen und jetzt sitzen wir 1 Stunde. Nach der Frage machen wir Pause und danach werden wir. Meine Frage ist, während dieser Meditation die Leerheit meines Lehrers, wenn ich dann versuche, mich auf das Gesicht meines Lehrers zu konzentrieren, dann gelingt mir das nicht gut und dann sehe ich andere Menschen wie Vivian und so. Und dann kommt mir in den Sinn, oh, die sind so toll, die sind wie Buddhas. Und dann kann ich mich langsam auf das Gesicht meines Lehrers konzentrieren. Ist das okay, wenn ich das so mache? Und der zweite Teil der Frage ist, wie kann ich dieses gute Gefühl der Meditation ins tägliche Leben transportieren?
Und ich glaube, es ist gut, wenn du mehr als einen Lehrer hast. Also geh in den in das Lehrergeschäft. Oh, da ist Jasmine, da ist Vivian, da ist Stanley. Mit welchem möchte ich heute meditieren? Und nimm einen davon. Und wenn der andere auch kommt, ich will auch in deiner Meditation sein, dann sagst du morgen. Morgen kannst du in meiner Meditation sein. Also lerne mit deinem Geist zu reden. Oh, ich habe viele Lehrer, lass uns mit allen meditieren. Dann musst du sagen, nein, heute einen Stanley machen wir morgen. Lass uns heute auf Jasmine konzentrieren. Wir müssen auf ein Ding uns konzentrieren. Zweitens, ich habe das auch schon erwähnt, aber der Grund, die schlechten Eigenschaften, das Geschela in seiner Nase bohrt, die kommen auch von dir. Aber es macht dich zu keinem besseren Menschen, wenn du auf diese meditierst. Geshe Michael ist nicht perfekt, macht Fehler und hat. Aber wenn du darauf meditierst, auf Tibetisch heißt es Duri, Younger, Madum. Es bedeutet, dass wenn du neben Stanley sitzt und Stanley einen Furz lässt, dann hast du die Wahl. Du kannst entweder weggehen. Und du kannst hingehen und sagen, was ist das? Es ist unangenehm, näher dran zu gehen. Stanley, was ist das? In dieser Meditation konzentriere dich auf die guten Eigenschaften. Und das Sanskritwort für Meditation ist Bhavana. Bhava heißt werden und sein im Englischen kommt von Bhava. Und Anna heißt, dass es dich dazu bringt, etwas zu tun. Bhavanana heißt, es verwandelt dich in dieses Ding, was du im Spiegel deines Geistes dir vorstellst. Der Lehrer, den du hier 10 oder 20 Minuten lang dir vorstellst, du wirst das, auf was du meditierst. Das ist das Wort für Meditation. Du wirst, auf was du meditierst. Und deswegen meditieren wir nicht auf einem Furz, weil niemand will ein Furz werden. Jetzt machen wir Pause und dann kommt wieder zurück. Dann solltest du deine Zeit nicht damit verschwenden. Du weißt nicht, wann du stirbst, also verschwende keine Zeit. Die anderen Meditationen machen dich ruhig und friedlich und für eine bestimmte Zeit, aber sie attackieren Samsara nicht direkt. Also deswegen sollten wir uns jetzt darum kümmern. Und dann, wenn du Zeit hast, kannst du noch die anderen machen. Also verlasse Samsara und dann kannst du Samsara, dann kannst du Fernsehen schauen und Fußball spielen. Bist du sicher, dass es das Internet ist? Diese Frage kommt aus Guadalajara. Ich frage mich, wie schnell kann ich die Wahrnehmung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verändern, indem ich meine Samen verändere. Die Leerheit einer 65. Sekunde würde bedeuten,
Also es geht um die Wahrnehmung von Zeit, wie man sie durch Samen verändert und wie man eine Kugel aufhalten kann. Wir sprechen in Kamala Shila näher darüber, aber auch Zeit wird von dir erzeugt. Und es gibt einen einfachen Beweis dafür. Ich sage immer in DCI, wenn du deine Freundin küsst, dann vergeht die Zeit sehr schnell. Und wenn du beim Zahnarzt bist, dann dehnt sich die Zeit ins Unendliche. Also auch Zeit wird von dir erzeugt. Und wir werden in Kamala Shila besprechen, wie man die Zeit komprimieren kann. Jeder Mensch hier im Raum, weil du die Zeit kreierst, hast du die Fähigkeit, auch wenn du sie bisher nicht benutzt hast, in die Zukunft zu sehen. Und nicht nur morgen oder übermorgen. Du hast die Fähigkeit, 500 Jahre in die Zukunft zu blicken. Also wenn jemand die direkte Erfahrung der Leerheit hatte und danach können sie 500 Jahre in die Zukunft sehen. Stell dir vor, wie das dein Verhalten ändert. Also stell dir vor, du agierst anhand eines 500-Jahres-Planes und denkst nicht über die nächste Woche oder nächstes Jahr. Alles, was du tust, zielt auf die nächsten 500 Jahre ab. Wie sieht das für andere Menschen aus? Das guckt verrückt für die anderen aus, weil sie verstehen nicht, was du tust. Und dann kommt noch eine zweite Frage auf. Kannst du die Vergangenheit verändern? Ist es zu spät, die Vergangenheit zu ändern? Und darüber haben die unterschiedlichen buddhistischen Schulen unterschiedliche Vorstellungen. Im mittleren Weg, die untere und die obere Schule des mittleren Weges. Der untere, mittlere Weg, die sagen, die Vergangenheit ist vorbei und du kannst sie nicht verändern. Und der höhere, mittlere Weg sagen, es ist ein funktionierendes Ding in der Gegenwart. Zum Beispiel die Wahl eines Führers vor 100 Jahren beeinflusst uns heute immer noch. Also die sagen, die Wahl dieses Führers ist jetzt ein funktionierendes Ding und dann kannst du es verändern. Also das, was ich jetzt spüre, ist das dritte Aroma. Was ist die maximale Geschwindigkeit, dass du etwas ändern kann? Also die Frage ist, wenn jemand eine Pistole abfeuert, kannst du deine Samen verändern, um die Kugel aufzuhalten, wie sie es in der Matrix gemacht haben. Und wir sagen, ja, du kannst das. Wir haben das Beispiel von Lord Buddha, weil jemand hat einen Pfeil auf ihn geschossen, kurz bevor er erleuchtet wurde und der Pfeil hat sich auf dem Weg zu seinem Gesicht hat sich der Pfeil in eine Blume verwandelt. That's it. Da könnte ich jetzt einen 1-Stunden-Vortrag drüber halten. Ja, es ist möglich, dass Dinge sehr schnell reifen. Sie können nicht reifen ohne eine bestimmte Zeitdauer. Also es muss eine bestimmte Zeit vergehen. Selbst wenn es nur eine Millisekunde ist. Ursache und Wirkung müssen an verschiedenen Zeiten stattfinden. Noch eine Frage, dann sollten wir, glaube ich, das Ding, was Lam Rim heißt, machen. Wir werden heute Nachmittag noch mehr Fragen beantworten. Oh, ich glaube, wir machen nicht viel Lam Rim und es wird noch 100 Jahre dauern. Danke, Geshe-la. Du hast uns die Leerheit des Lamas gesprochen und auch das abhängige Entstehen des Lamas. Aber wir haben bisher noch nicht über die Leerheit des Selbst, an dem wir am meisten festhalten, besprochen. Und ich habe gelernt, das ist das, was wir als erstes loslassen müssen.
Und deswegen habe ich mir gedacht, logischerweise müssten wir eigentlich über die Leerheit unseres Selbst als erstes nachdenken. Könntest du darüber etwas sagen oder ist es in den nächsten Schritten des Löwentanz beinhaltet? Das war eine der letzten Fragen in meinem Geshe-Examen und jemand hat mir diese Frage gestellt. Und traditionellerweise sagen wir, wenn du die erste direkte Erfahrung der Leerheit hast, dann siehst du immer die Leerheit deines Selbst. Katie sieht die Leerheit von Katie und Andreana sieht die Leerheit von Andreana als erstes. Das ist das, was du als erstes direkt wahrnimmst. Die erste, die du verstehst, intellektuell, sind die Dinge außerhalb von dir, also des Stiftes. Also die erste Leerheit, die du sehr klar verstehst, ist die Leerheit eines Objektes, also die Leerheit eines Stiftes zum Beispiel. Und dann, wenn du es direkt wahrnimmst, dann bist es du. Und die dir am meisten hilft, ist die Leerheit deiner Selbst zu sehen. Wir werden es in Kamala Shila studieren, nächste Woche, aber generell wäre es hilfreich, dieses Mikroskop, Mikroskop der Meditation auf dich selbst zu richten, auf der Stufe 9. Aber im Moment möchte ich euch bitten, mit eurem Lama zu arbeiten, weil im Buddhismus dein persönlicher Lehrer, egal wer es ist, ist so ein kraftvolles karmisches Objekt. Wir haben das im Lamrim gesehen, sogar noch kraftvoller wie Buddha. Also die Zeit mit deinem Lama in der Meditation verbringen ist sehr kraftvolles, gutes Karma. Und das wird dich in die direkte Erfahrung der Leerheit schieben. Also, jetzt machen wir etwas Lamrim. Du kannst ganz einfach Sang Sing finden. Wir haben darüber gesprochen, Karma, dass kraftvoll ist, nicht durch die Motivation, nicht durch die Person, der du es tust und nicht der es tut, sondern durch die Substanz, das Zeug, das involviert ist. Und wir haben das Beispiel von Geben verwendet, wenn du physische Dinge wie Geld gibst, oder wenn du mit jemand deinen Dharma-Vortrag teilst. Mein erstes Dharma-Teaching war in einem Käfer. Mein Lehrer wollte den Briefträger nicht reinlassen und deswegen musste ich im Käfer lernen. Und er war ein wunderbarer Student und ich habe ihm beigebracht zu übersetzen. Aber seinen ersten Vortrag hat er im Auto bekommen. Ganz besonders, wenn es einem deiner Freunde nicht gut geht, wenn er Probleme mit dem Ehemann hat. Du kannst Menschen helfen. Es ist eine Sache, Menschen Geld zu geben, aber es ist viel kraftvoller, ihnen Vorträge zu geben. Es muss sich nicht wie Lehren anhören. Wenn du jemand missionieren willst, ich war in Diamond Mountain, du musst mir zuhören, du musst die buddhistischen Lehren glauben, weil damit schreckst du die Leute ab, wenn die Menschen hungrig sind, wenn sie Hilfe brauchen. Dann kannst du mit ihnen das Dharma teilen. In DCI verwenden wir das Wort Buddhismus nicht. Mir ist das egal. Mir ist egal, wie du es nennst. Du kannst Keks dazu sagen. Jo, ciao.
Es ist egal, wie du die Weisheit nennst. Und ich fühle mich nicht wohl in organisierten religiösen Gruppen. Die sind so, boah, teile einfach die vier Schritte. Wenn du das DCI unterrichtest, ist es sehr hilfreich zu sagen, du musst nicht Teil einer Gruppe werden. Es gibt keinen Lehrer, du musst kein Bild in deinem Haus haben. Du gehst einfach heim und versuchst es und dann sehen wir uns in 5 Jahren wieder und du solltest erfolgreicher sein. Du musst nicht die Religion ihnen aufzwingen oder einen Lehrer. Es ist die Idee, die den Menschen helfen wird. Wenn wir erfolgreich sind, indem wir das Dharma verbreiten, dann sollten die Menschen vergessen, wer damit angefangen hat. Ein guter Virus, eine gute Epidemie ist anonym. Alle verwenden die 4 Schritte. Ich war kürzlich in einer Yoga-Klasse in Phoenix und der Lehrer hat damit angefangen, mit einer Meditation, die ich unterrichtet habe vor 18 Jahren. Und ich habe nichts gesagt und sie wussten nicht, wer ich war. Und ich war so glücklich. Anonym, der anonyme Virus, die anonyme Epidemie. Also, wenn es um Gaben geht, physische Dinge geben ist gut. Aber das Dharma zu geben ist besser. Und gib es anonym und ohne jemand zu zwingen, Teil einer Gruppe zu werden. Opfergaben. Geld zu opfern ist gut, aber was ist die beste Opfergabe an deinen Lehrer? Deine Praxis. Wenn ich sehe, dass du 30 Tage den Löwentanz machst in der WhatsApp-Gruppe, auf WhatsApp oder auf WeChat, dann bin ich wirklich glücklich. Das macht den Lehrer wirklich glücklich. Apropos, wenn du in einem Land lebst, wo du keine religiösen Aktivitäten nachgehen darfst, dann bitte postet keine religiösen Bilder auf WeChat und WhatsApp und keine religiösen Objekte. Es geht nur um Meditation, die wir zusammen machen. Bitte bringt eure Freunde nicht in Schwierigkeiten. Karma, das kraftvoll ist aufgrund der Motivation, ist der nächste Abschnitt. Kamala Shila sagt dazu, glaube ich, Master Yon Set sagt, in Indien sagen sie, alles schmeckt mit Butter besser. Und in China heißt es, alles schmeckt mit Ingwer besser. Aber es geht um das Gleiche. Ich spreche gern über, wenn ich einen wunderbaren Partner haben möchte oder wenn ich einen wunderbaren persönlichen Partner haben will, dann wisst ihr natürlich alle, dann müsst ihr ins Altenheim und du kannst dich um eine einsame Person einmal in der Woche kümmern. Und wir haben bereits gesagt, und selbst wenn du eine egoistische Motivation hast, wirst du einen Partner bekommen. Du kannst es nicht verhindern. Du wirst einen Partner bekommen. Und jetzt, wenn du die Tür aufmachst zum Altenheim, dann hast du die Wahl, wie du darüber denkst. Denken kostet nichts. Denken ist umsonst. Du kannst eine Motivation haben. Ich bin hier, um mir einen Partner zu pflanzen. Oder du kannst zu dir selbst sagen, wenn ich einen Partner bekomme, indem ich einen pflanze, dann werden die anderen Menschen nachmachen, was ich tue. Und die werden kopiert von den anderen und dann werden sie wieder kopiert und wieder kopiert und wieder kopiert. Ich würde euch gerne ein Video zeigen. Ich glaube, ihr habt es gesehen, Norwegen. Diese
diese Idee, ins Altenheim zu gehen, hat mit einem Jungen angefangen. Und das Altenheim zahlt die jungen Leute, damit sie mit einer alten Person ins Kino gehen. Das hat mit einem jungen Mann in einer DCI-Klasse in Oslo angefangen. Und nun macht es das ganze Land. Du hast eine Wahl. Ich weiß und ihr wisst es, ich bin christlich aufgewachsen. Und wenn du buddhistisch, dann ist deine Mutter ist mit dir in die Kirche gegangen und hat gesagt, ich bete für alle. Ich bete für alle. Du betest für deine Tante und deinen Vater. Mama, sind das alle? Nein, mehr Menschen. Beten. Natürlich sagst du in Buddhismus, für alle Lebewesen mache ich das. Und das ist ein Gebet. Es ist schwierig, sich alle Personen vorzustellen. Selbst heute bin ich 38 oder so. Ist es schwierig, sich jeden vorzustellen? Ich bekomme bis zu 5 Menschen und dann gehen sie mir aus. Wenn du einen karmischen Pfad verstehst und die 4 Schritte verwendest und die du hier gelernt hast und dann damit erfolgreich wirst, dann wirst du einen Partner bekommen. Du wirst finanzielle Freiheit erlangen. Du wirst gesund sein, obwohl du alt und platt bist. Und jemand hat mich gestern gefragt, was machst du? Wie kommt es, dass du nicht müde bist? Ich mache das Ding mit dem Karma. Welche Vitamine nimmst du? Ja, ich nehme die Karma-Vitamine. Die Menschen kopieren dich und dann wird es sich wie eine Epidemie ausbreiten. Und dann hilfst du allen Menschen. Wie? Durch dein Beispiel. Automatischer Bodhisattva. Automatisches Bodhicitta. Wende es selber an und damit kreierst du die Epidemie. Und das muss ein Bodhisattva tun. Es ist gut, in den Tempel zu gehen. Ich bete für alle, insbesondere die Menschen, die ich mir gerade vorstellen kann. Aber wenn du erfolgreich bist, indem du das Dharma auf dich selbst anwendest und damit verbreitest du das Dharma automatisch und es kostet dich nicht mehr und es ist noch nicht mehr Aufwand. Du machst es einfach. Werde ein glücklicher Mensch. Werde ein erfolgreicher Mensch. Sei ein wirklich glücklicher Mensch. Und dann werden die anderen das dir folgen. Bei der Motivation hast du die Wahl. Und in der Meditation hier heißt es, schmier Butter überall drauf. Und Butter steht für Bodhicitta. Und Bodhicitta ist, ich will eine Epidemie starten. Denk nicht, Bodhicitta ist was Maitreya und Manjushri haben und Guanin. Ich werde nie Bodhicitta haben, ich bin nur ein normaler Mensch. Bodhicitta heißt, sei erfolgreich als Mensch und deine Aktivitäten sind erfolgreich. Und was zum Teufel machst du? Und dann wird sich die Epidemie ausbreiten. Und das ist ein echter Bodhisattva. Das ist die Bedeutung eines Bodhisattvas. DCI-Organisatoren müssen alle Bodhisattvas sein. Bei Definition. Nicht durch irgendwas Religiöses. Vergiss das Religiöse. Was heißt es, ein kraftvolles Karma durch deine Motivation zu pflanzen? Sanchu, Samki, Simba. Simba heißt. Die Menschen fragen mich, oh Geshe-la, was hast du im Kloster gelernt? Ich habe 8 Jahre lang den Abwasch gemacht. Ich war
Abwascher vor 8 Jahren und deswegen sind auch meine Hände so zum furchtbaren Zustand. Viele Teller, Mönche essen viel. Und der Schwamm und ein guter Abwäscher verwendet einen Schwamm, der auf einer Seite rau ist. Wenn ihr das wissen wollt, bringe ich euch das durch. Ich glaube, wir sollten mal eine Abwaschklasse haben. Viele Studenten, einer Studentin habe ich einen Besen gegeben, habe gesagt, wisch mal raus. Und dann hat sie es so gemacht. Hast du noch nie einen Besen benutzt? Nee. Die Bodhicitta heißt, ich will der ganzen Welt helfen, wie ein Schwamm sollte, dein Geist sollte wie ein Schwamm in dieser Idee baden, ich will der ganzen Welt helfen. Du verwendest die 4 Schritte? Einfach eine einfache Idee, möchte ich ein Virus sein, das ist Bodhicitta. Es geht mit dir, es muss mit dir losgehen, ich will erfolgreich sein. Und dann wird sich das ausbreiten, automatisch. Das ist Bodhicitta. Denk nicht, dass es was Religiöses ist. Nur Inder können es vor 2000 Jahren. Und du brauchst einen Sanskrit-Namen. Vergiss das. Es gibt so viele Bodhisattvas in diesem Raum. Weil die sind menschliche Viren. Sie sind lebende Viren. Du musst kein Buddhist sein. Das ist mir egal. Das ist egal. Es macht keinen Unterschied. Mach, was dein Vater und deine Mutter getan haben. Aber innen drin musst du den Willen haben, ein Virus zu sein. Wenn du diese Idee über den Virus im Geist hast, also wir sagen jetzt die Virusidee dazu, den Virusgeist, Viruschitta. Also wenn du eine Runde Tara-Mantra machst, mit dieser Virusgeist oder eine einzelne Butterlampe opferst, dann wird es super kraftvolles Karma. Aber wenn du 100.000 Butterlampen opferst ohne diesen Virusgeist, dann ist es nicht so viel Karma, wie wenn du eine mit dem Virusgeist opferst. Dieser ganze Abschnitt, den wir gerade besprochen haben, spricht darüber. Was solltest du in deinem Leben vermeiden und was solltest du versuchen zu tun? Ich habe ein neues Wort für Moral. Auf Englisch, das klingt so religiös. Und jetzt sage ich dazu, ethisches Leben. Das ist ein bisschen besser, es klingt nicht ganz so religiös. Und heutzutage sage ich dazu, Immoral sage ich, das ist nicht cool. Und ich glaube, das ist ein gutes Wort. Menschen zu verletzen ist nicht cool. Fleisch ist nicht, Essen ist nicht cool. Stehlen ist nicht cool. Selbst deine Bank tut das. Wenn du durch dieses Leben wanderst, dann siehst du keinen Banditen, der eine Familie bestiehlt. Jemand wird dich ausrauben mit einer Pistole und einer raubt dich mit dem Stift aus. Warum habe ich jetzt das gedacht? Es ist nicht cool, es verletzt Menschen. Alles, was Menschen verletzt, ist unmoralisch. Wir können auch sagen, nicht cool. Wir sollten Dinge vermeiden, die nicht cool sind
Und wir sollten die Dinge tun, die cool sind. Und der ganze Abschnitt über Karma soll dich ins Nachdenken bringen, was ist cool zu tun und was ist nicht cool zu tun. Also wenn du Karma verstehst, Kepo, du wirst ein Meister des Karmas. Dann kannst du viele große Samen pflanzen mit ein bisschen Aufwand. Eine Butterlampe mit dem Virusgeist. Und du kannst ganz einfach das schlechte Karma vermeiden, wenn du Karma verstehst. Wenn du die 4x4 verstehst, was Karma kraftvoll macht. Denk einfach dran, wenn du die Tür zum Altenheim öffnest, ich werde eine Epidemie lostreten, einen coolen Virus. Denk so. Und dann wird jede kleinste Tat, die du tust, wird viel kraftvoller, extrem kraftvoll. Du kannst diesen Oktober 2018 kreieren durch kleine Dinge und du wirst ein wunderbares Jahr 2018 haben, wenn du Karma verstehst. Wenn eine einzige Person in diesem Raum George macht, das ist der erste Abschnitt in deinem Buch, die drei Kostbarkeiten. Ihr habt es vor vielen Jahren gelernt, wie man sich auf die Meditation vorbereitet. Bring den Lama, bring ihm Opfergaben dar, beichte, sei glücklich, bitte um Teaching, bitte ihm da bei dir zu bleiben. Das ist Chorchu. Wenn eine Person in diesem Raum jetzt, wenn du das Chorchu-Gebet sprichst, mit Virus Chitta, mit Virusgeist, mit der Idee im Geist, du willst ein Virus sein, wenn du mit dieser Idee das Gebet rezitierst. Denn die Person, die dieses Gebet spricht, wird mächtig. Warum? Weil sie ein Virus sein werden. Sie haben die Intention, ein Virus zu werden. Die Person, die es macht, ist kraftvoll. Ich habe sie hier nummeriert. Nummer 2, ihre Intention ist extrem mächtig. Wir haben über die kraftvollen Intentionen gesprochen. Nummer 3, das Karma, mit dem sie das Karma erzeugen, also das sind all die Menschen, von denen sie hoffen, dass sie vom Virus berührt werden. Also wenn du die Intention beim Gebet hast in deiner Retreat-Hütte und deine Intention ist, ich will ein Virus sein, zu wem tun sie dieses Karma an? Allen Menschen. Auf diesem Planeten 7 Billionen Menschen, das ist ein bisschen machtvoll. Die Intention, Sampa, the Yul, die Person, denen sie das Karma antun und was sie verkaufen, ist powerkräftig. Was ist das Zeug, das sie verkaufen? Was hoffen sie für all diese Menschen? Erleuchtung. Dass wir nie mehr leiden haben. Und all die unterschiedlichen Dinge, die wir bisher besprochen haben, alle Aspekte sind kraftvoll. Sie sind Karma-Meister, indem sie in ihrer Retreat-Hütte sitzen, alleine, dieses Gebet lesen, erzeugen sie mehr Karma, wie jemand, der in Arizona alle Hungrigen füttert. Cheyang. Und jetzt kommen zu einem neuen Abschnitt in Karma. Wir haben in DCI darüber gesprochen. Teng Shekile,
Penchekile. Sokchekile. Penchekile. Sokchekile. Pen heißt das, was du mit einem Bogen machst. Du schießt einen Pfeil. Wir sagen zielen, projizieren das Karma. Das ist das Karma, das die größeren Ereignisse in deinem Leben projiziert. Der Tag, an dem du deinen Ehemann triffst, der Tag, an dem du deine Arbeit begonnen hast, der Tag, an dem du geboren bist, der Tag, an dem du stirbst, die großen Dinge in deinem Leben. Du hast deinen Herzenslehrer getroffen. Das sind projizierendes Karma, Penchekile, insbesondere dein nächstes Leben, aber auch große Ereignisse in diesem Leben. Und das zweite heißt Sokchekile. Und das heißt, es füllt die Details aus. Ja, du hast eine Frau getroffen an diesem Tag. Und sie hieß O'Brien. Und sie hat diese Haarfarbe und dieses Lächeln. Und sie hat wie eine Kanadierin gesprochen. All diese kleinen Details, sie zu treffen, ist projizierendes Karma. Großes Karma, große Karma-Projektion. Und all die kleinen Details von Conny, deiner zukünftigen Ehefrau, heißen Sokchekile. Das ist eine andere Einteilung von Karma. Ihr habt jetzt 10 unterschiedliche Arten, Sichtweisen, wie man Karma einteilt. Ich sage auch Übergangskarma. Etwas Großes wird sich in deinem Leben verändern. Du hast zum Beispiel Nick in der Yoga-Klasse getroffen. Und all die Details. In den Schriften heißt es, ich habe ein Bild dafür ins Handbuch. Es ist die Sixtinische Kapelle. Es ist eines der berühmtesten Bilder im Westen. Es ist an der Decke einer berühmten Kirche. Gott berührt Adam. Warum habe ich das Bild rein? Damals von Michelangelo, der war sehr geschäftig. Er kam mit der Kreide und hat Adam und Gott mit Nummern gefüllt. Der Meister kommt, er ist das projizierende Karma. Er skizziert die Umrisse und der Assistent macht die Farbe, das Blau, das Grün, das Gesicht von Conny, ihre Haare, ihren Akzent. All diese Details sind vom Sokchekile, vom Assistenten. Und das Penchekile kreiert die Person selbst. Und das ist auch noch ein berühmtes Beispiel, wie Karma eingeteilt wird. Wenn du ins Altenheim gehst, um deinen Partner zu bekommen, aber du dich nicht um deine alte Dame wirklich kümmerst, du benutzt sie nur. Was ist das Penchekile? Du bekommst einen Partner. Und das Sokchekile ist, dass er egoistisch sein wird. Habt ihr es verstanden? Es ist sehr hilfreich. Du kannst es benutzen. Vergesst nicht, euch um beides zu kümmern. Es ist nicht genug, einen Freund zu kreieren. Es sollte schon ein netter sein. Im Allgemeinen, wenn das projizierende Karma gutes Karma ist, dann wirst du eine höhere Wiedergeburt haben. Wenn es schlechtes Karma ist, wenn es schlechtes projizierendes Karma ist, dann wird es dich in eine niedere Geburt projizieren. Helle, Tier. Das Detail-Karma, das abschließende Karma,
ist nicht hundertprozentig so, dass es dem Projizieren Karma folgt. Also wenn du den Jungen triffst, das ist das projizierende gute Karma. Du hast deinen Freund bekommen. Das heißt nicht, dass das so Jackie Lee gut ist. Er ist vielleicht egoistisch. Vielleicht hat er keinen Job. Oder bekommt nie einen Job seit 20 oder 30 Jahren. Ich kenne immer, egal. Das ist gutes projizierendes Karma, aber negatives Detailkarma. Es muss nicht der gleichen Regel folgen. Was ist der Unterschied? Schlechtes projizierendes Karma. Und ein berühmtes Beispiel ist der Gott in der Hölle. Die sind der Boss in der Hölle, von einem ganz furchtbaren Ort. Es war, ist wie die erste Firma, für die ich gearbeitet habe. Und dann nennt er dieses Beispiel. Mushi. Alle vier Permutationen. Das ist ein logischer Ausdruck. Zwischen zwei Dingen gibt es drei oder vier oder gibt es auch zwei Kombinationen? Wie viele Kombinationen haben wir zwischen projizierendem und Detailkammer? Gutes projizierendes, gutes Detail, schlechtes projizierendes, schlechtes Detail, gutes projizierendes, schlechtes Detail, schlechtes projizierendes, gutes Detail. Ich habe das Englisch hier reingeschrieben für euch. Gutes projizierendes und gutes abschließendes Karma. Wo ist Word, wenn man ihn braucht? Der König der Welt, der König des Rades. Gutes projizierendes und gutes abschließendes Karma. Nipa. Gutes projizierendes, schlechtes abschließendes Karma. Er sagt, du bist als Mensch wiedergeboren, aber du bist immer arm. Ich bin da ganz nah dran. Schlechtes projizierendes und schlechtes abschließendes, ein normaler Typ in der Hölle. Schlechtes projizierendes, gutes abschließendes, nennt er als Beispiel. Du bist ein hoher Lama wiedergeboren. Du bist als Pferd eines hohen Lamas wiedergeboren. Oder Andriana. Du musst den ganzen Tag kochen. Aber du bist die Biene des Dharmas. Danke, Andriana, dass du für mich kochst. Und jetzt kommt noch eine Frage im Abhidharma. Kannst du eine Tat tun, die viele unterschiedliche Leben verursacht? Und kannst du viele Taten tun, die eine einzelne Wiedergeburt verursachen? Beides ist möglich. Wenn du zu jemandem sagst, du bist ein Frosch, das ist ein Karma. Du sagst, wenn du jemand einmal als Frosch beschimpft, wirst du 500 Mal als Frosch wiedergeboren. Ein Frosch hat 500 Frösche gemacht. Ein Karma kann viele unterschiedliche Körper in vielen unterschiedlichen Leben verursachen. Du kannst
viele Karmas in diesem Leben tun, die genau ein neues, eine Wiedergeburt verursachen. Es gibt weitere Details zu Karma, die er nicht detailliert erklärt. Das erste davon ist, Nyungar Nepa heißt, du musst es erfahren. Du musst ein Ergebnis erfahren. Das Karma ist so kraftvoll, dass du ein Ergebnis erfahren wirst. Es ist nicht das, nach dem es klingt. Technisch ist es nicht das, wie es sich anhört. Jedes Karma kannst du durch die vier Kräfte verändern, egal wie schlecht es ist. Das ist ein Ausdruck aus dem Abhidharma. Wenn du in diesem Leben die 8-Stufen-Meditation oft durchführst, dann wirst du dieses Karma auf einer der 8 Stufen erfahren. Du kannst das Karma nicht auf ein anderes auf eine andere Stufe projizieren. Es heißt nicht, dass du Karma nicht verändern kannst, sondern du kannst jede schlechte Karma mit den 4 Kräften bereinigen. Du hast es getan, aber du hast das Karma nicht gesammelt. Das ist so ähnlich wie du, zum Beispiel, wenn du die 4 Kräfte machst. Ich wollte eigentlich Beispiele dafür suchen, aber ich hatte keine Zeit dafür. Ein andermal, in einem anderen Leben. Aber wenn es ums nächste Leben geht, und dann werde ich eine Pause machen. Und das ist auch etwas, was im Yoga Sutra gibt. Dushta, Dushta. In der Abhidharma gibt es eine Diskussion, dass das Karma zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten reifen kann. Dusumde heißt 3 verschiedene Zeiten. Tongchu, Dushta. In Sanskrit. Das heißt, du hast das Ergebnis in diesem Leben. Dushta. Sag nicht Drishta. Yoga-Studio Sanskrit. Drishta heißt, du erfährst es in diesem Leben. Vedaye heißt, zu erfahren. Wenn Shing heißt, es ist das Karma, mit der du das Karma machst, oder es ist sehr kraftvoll, dann hast du das Ergebnis in diesem Leben. Und das Ziel von DCI ist es, diese Zeitdauer auf einen Tag oder einen Monat zu verkürzen. Wie? Mit der Kaffeemeditation. Sich darüber freuen. Und der zweite Abschnitt in diesem Abschnitt ist Karma, das du im nächsten Leben erfährst. Es ist sehr kraftvoll. 5 Minuten nachdem du gestorben bist, wirst du dorthin gehen. Es wird im nächsten Leben erfahren. Und das heißt, in irgendeinem Leben danach, im zweiten oder noch weiteren Wiedergeburten. Also im Buddhismus wird das Resultat in 3 eingeteilt. In der Yoga Sutra nur 2. Dushta und Adushta. Wenn du gut studierter Buddhist bist, wenn du alle Schulen kennst, dann nach meiner Meinung ist das Yoga Sutra eine
eine Sammlung von buddhistischen Ideen aus ungefähr dem 3. Jahrhundert nach den Schulen, die dort enthalten sind. Wollt ihr mehr Details? Lest Tsongkhapa. Er sagt, lest Tsongkhapa. Macht euch keine Sorgen, wie ihr bekommt mehr davon, wie ihr jemals haben wolltet. Ich hätte jetzt gern, dass Michael Dunn ein paar gute Neuigkeiten erzählt. Und wenn wir noch Zeit haben, gehen wir weiter im Lamrim. Habt ihr ein Mikrofon für Michael? Michael, kannst du dich in die Mitte stellen? Weil es sie gibt, gibt es Diamond Mountain. Kleine Korrektur, wir haben Diamond Mountain, weil es Geshe-la gibt. Wir versuchen nur, diese Vision wahr werden zu lassen. Auf jeder Stufe dieser Vision brauchen wir euch und eure zukünftigen Leben. Und wir freuen uns sehr. Wir am Ende des Kamalashila 4 Teachings gibt es einen offiziellen Kickoff. Es ist echt schwierig, die Gäste von den Hütten hier runterzufahren. Ihr wisst alle und ihr wisst, wie schlecht die Straßen sind. Sie sind steinig und haben Schlaglöcher und sie sind staubig und man kann auch schlecht darauf gehen. Wir haben eine große Vision, wie wir diesen Transport einfacher machen können, hier herunter zum Tempel und in das Essenshalle. Wir möchten sie gerne teeren, wir möchten sie ebnen. Und dann gibt es auch noch eine die Idee, einen Spazierweg, einen sicheren Spazierweg anzulegen. Und dann wird es auch noch Räder geben, um rauf und runter zu fahren. Und dann vielleicht noch Skateboards. Und es wird wirklich sehr aufregend in den nächsten Monaten, wenn wir das umsetzen. Und es wird Diamond Mountain auf die nächste Stufe heben. Wir werden viel Infrastruktur verbessern und gerade die Straßen war eines der wichtigsten Punkte davon. Und wir werden nächste Woche damit anfangen, mit einer großen Spende, die wir erhalten haben. Aber es geht jetzt darum, wie könnt ihr uns helfen dabei? Also die meisten Spender können nur einen Teil dazu beibringen und wir müssen es wirklich das ganze Geld sammeln. Also deswegen wir haben jetzt noch ein weiteres Projekt in unser Großzügigkeitsprojekt aufgenommen und Melissa wird das, die Details erklären. Jeder von euch hat die Gelegenheit, dass eine Straße nach ihm benannt wird, entweder als Gruppe oder die nordamerikanische Gruppe oder ihr bringt $10,000 auf und dann könnt ihr entscheiden, wie diese Straße heißen wird. Natürlich haben wir auch Nebenstraßen, Gebäude,
Berge, trockene Flussbette oder auch Steine, Felsen. Also viele Dinge gibt es hier, die ihr zum Beispiel nach euren Familienmitgliedern nennen könnt oder irgendwas. Also wenn ihr Teil dieser Bezeichnungsprozess sein wollt, wenn ihr eine 10.000 Dollar Spende macht, also wir bräuchten 20 davon, dann haben wir unser Ziel erreicht, was wir brauchen, um dieses Projekt umsetzen zu können, wahr werden zu lassen. Also versucht, Freunde zu finden, macht eine Gruppe und bringt die 10.000 Dollar auf und dann überlegt euch auch euer Namen und was ihr gerne bezeichnen wollt. Könntet ihr nochmal die Karte zeigen? Das Gelbe ist die Hauptstraße und das werden wir als erstes teeren. Die anderen sind schwierig, die blauen sind die Nebenstraßen. Die werden alle repariert und hoffentlich auch geteert. Und wir würden natürlich auch gerne die Straße hinauf teeren lassen. Das ist tolles Karma. Ich glaube, kann es fast nicht glauben, dass die Straßen geteert werden sollen. Aber wir haben einen Sponsor, der 1 Million Dollar zugesagt hat. Und ich glaube, die erste Überweisung ist eben angekommen. Die Singapur-Gruppe hat eine Straße zugesichert. Die malaysische Gruppe hat 10.000 zugesagt. Guangzhou Group, Vivian und ich werden nochmal 10.000 geben. Wie Vivian und ich, wir haben es zusammen gemacht. Tut euch zusammen. Du gibst 10 und dein Freund gibt 10.000. Also ihr könnt einfach Nordamerika, Südchina, Guangdong Area. Liegt an euch. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns nach der Klasse oder wann immer ihr Melissa seht. Also stellt euch vor, wenn ihr auf der Straße läuft oder auf einer der Nebenstraßen, wie toll es wäre. Oder eine und auch mit schöner Landschaftsgärtnerei. Es wäre wunderschön, wenn wir diese Transportgeschichte. Also die Bedeutung von diesem Zeichen ist, so werden wir die Straßenschilder gestalten. Das wäre die Hauptstraße, die bereits vom Haupt der Millionen-Dollar-Spender hat gesagt, dass mit der Bitte, dass die Hauptstraße Mittlerer Wegstraße heißt und wir werden das Zeichen nächste Woche aufstellen. Zhongdao.
und das ist ähnlich wie das Wort Chongotong. Also wir freuen uns sehr. Es ist wirklich... Also wenn die Russen sich zusammentun, dann könnt ihr es Moskva Daroga nennen. Oder Camino del Real. Das ist so schön, dass wir so international sind. Das wäre... Danke. Wir haben noch, ja, wir haben vielleicht noch 10 Minuten. Wir machen im Lamrim weiter. Die Fragen können machen wir dann wieder am Nachmittag. Es gibt noch einen zweiten Abschnitt hier. Da noch mehr Details über Karma und seine Ergebnisse gibt. Wenn du das Ergebnis von schlechten Samen dir anhörst, das sollte dich ängstigen und es sollte dich dazu bringen, coole Dinge zu tun. Wenn du gutes Karma tust, dann hast du in deinem nächsten Leben eine gute Grundlage. Aber wenn du in deinem nächsten Leben wirklich eine gute Ausstattung haben willst, um ein Buddha werden zu können, das ist ein sehr interessanter Abschnitt. Er spricht darüber, wie das erzeugst du den perfekten Körper und Geist, um in deinem nächsten Leben die Erleuchtung zu erreichen? Was ist das Karma, um das perfekte Fahrzeug in deinem nächsten Leben zu haben? Und es gibt 8 verschiedene Karmas, auf die wir uns konzentrieren sollten. Also wenn du es mit Virus Chitta machst, dann kann es auch schon in diesem Leben anfangen. Sache heißt, du kannst sehr schnellen Fortschritt machen, wenn du einen Körper und einen Geist hast, die angemessen sind für die buddhistische Praxis. Und es gibt 8 Eigenschaften, die der Buddha beschrieben hat, die der perfekte Körper für die buddhistische Praxis hat. Also wir sollten versuchen, diesen Körper zu erschaffen, jetzt. Vielleicht passiert es schon, bevor er stirbt oder auch danach. Und dann zitiert er Tsongkhapa. Du solltest die Ursachen studieren, die dieses perfekte Fahrzeug in deinem nächsten Leben erschaffen, um Buddhismus zu praktizieren. Es sollte nichts fehlen. Es geht darum, um die 8 Dinge, die es gut wäre zu haben. Und dann sagt er, warum helfen sie dir, die Erleuchtung zu erlangen? Und dann spricht er darüber, welche Karmas du tun musst, um sie zu bekommen. Vielleicht hast du ein paar von den 8 schon. Und vielleicht gibt es ein paar von den 8, an denen du noch arbeiten musst. Hier ist die Liste. Tseringwa, Nummer 1. Anipelma, was heißt das? Langes Leben. Es ist sehr hilfreich und ich kann euch sagen, es ist sehr hilfreich, ein langes und gesundes Leben zu haben. Es
dauert einfach lange, dass du alles lernst, was du lernen musst, wenn du viele Retreat machen willst. Und du musst auch viele Erfahrungen in deinem Leben machen, um sie wirklich zu trainieren. Wenn du 60 wirst, in dem Moment, wo du 60 wirst, wirst du weise. Und danach wird es nur noch besser und besser. Langes Leben. Wir möchten ein langes Leben. Nummer 2. Suksawa heißt. Einen attraktiven Körper, einen gut aussehenden Körper. Nummer 3. In deiner Gesellschaft. Der höheren, der Oberklasse deines Landes angehören, in Abhängigkeit des Landes, in dem du lebst. Ich glaube, wir haben 15 verschiedene Nationalitäten, aber ihr habt ein Ding gemeinsam. Du hattest genug Geld, hierher zu kommen. Du stirbst nicht, du hungerst nicht, du lebst nicht im Kriegsgebiet. Vielleicht war es das Geld von deinen Eltern oder von deinem Ehemann, aber du hast genügend Geld. Ihr habt das, ihr habt ein bestimmtes ökonomisches Level in deinem Land erreicht und das ist hilfreich, wenn du praktizieren willst. Wenn du Hunger hast, ist es schwierig zu meditieren. Es ist wirklich sehr schwierig zu meditieren. Wenn du kein ruhiges Haus hast oder es regnet rein, dann ist es echt schwierig zu praktizieren. Du solltest Autorität haben, du solltest Macht haben. Nicht auf eine schlechte Art und Weise, sondern auf eine gute Art und Weise. Die Menschen deiner Familie respektieren dich. Wenn du die 4 Schritte erklärst, dann hören sie dir zu. Das heißt Macht. Nummer 5 ist ähnlich, Zigzumba heißt. Die Menschen respektieren, was du sagst. Du hast das Karma, dass die Menschen respektieren, was du sagst. Wenn du sagst, ich will über Kamala Shila reden, dann machen alle Oh. Manche machen später, gehen später, aber das... Okay. Wangchewa Drakpa, Nummer... Die Menschen glauben, dass du weißt, über was du sprichst. Ich erfinde dieses Lamrim nicht. Auch die Feuerzeremonie ist 43 Generationen alt. Also seit 43 Generationen. Ihr seid die 44. Generation, die dieses Feuerzeremonie lernt, wie man es macht. Die Nummer 7. Sechs war, du hast Autorität aufgrund einer Linie. Da sprechen wir noch mehr drüber. Nummer 7 heißt, heißt männlich oder weiblich, in Abhängigkeit, was gut in deinem Land ist. In diesem Raum sind wir 50-50. Heutzutage ist es egal. Heute haben wir 50 männlich oder weiblich. In Indien vor 5000 Jahren konntest du als Frau keinen Retreat machen. Es war nicht möglich. Wenn du eine tibetische Frau gewesen wärst vor 100 Jahren, dann hättest du kein Geshe werden können. Sie haben es einfach nicht erlaubt. Solche Dinge. Es bedeutet, dass du in das Land passt, in diesem Land und in den meisten modernen Leuten sind Mann und Frau gleich. In China wurden zum Beispiel die Frauenrechte schon vor vielen Jahren umgesetzt.
Also um 49,50 wurden Mann und Frau gleichgestellt. Ich glaube nicht gleich bezahlt, aber Frauen konnten arbeiten. Also in deinem Land bist du als Mann oder Frau geboren, die Retreat machen können, die meditieren können, die den Geshe-Kurs studieren können und so weiter. Und Nummer 8, Körper und Geist sind stark. Starker Körper, starker Geist. Du kannst über schwierige Dinge nachdenken. Du kannst meditieren, ohne müde zu werden. Ein guter Körper und ein guter Geist. Und das ist ein guter Punkt, um aufzuhören. Und jetzt sprechen wir dann im Anschluss über jede der 8 Eigenschaften. Wenn dein Rücken die ganze Zeit wehtut, kannst du nicht meditieren. Wenn du keine Energie hast und jemand erklärt dir Kamala Shila, dann wirst du einschlafen. Es ist echt gut, einen kraftvollen Geist und einen kraftvollen Körper zu haben. Und wir sprechen darüber, wie du sie erzeugst. Okay.